Ja, hi, willkommen zurück bei Barbecue, geil, aber günstig. Ja, heute machen wir wieder was ganz Leckeres, und zwar gefüllte Paprikaschoten nach Omas Rezept. Also, bleibt gespannt. So, für die gefüllten Paprikaschoten nach Omas Rezept benötigen wir folgende Zutaten. Wir haben hier 5 Paprikaschoten, ca. 500 Gramm gehacktes gemischt, also vom Schwein und vom Rind. Wir brauchen 2 Eier, eine Zwiebel, 2 Weißbrotscheiben, Pfeffer, Salz und Paprika. Ja, für die Soße später brauchen wir Schlagsahne und passierte Tomaten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Paprikaschoten an, die zu bearbeiten. So, wir gehen als erstes her. Sehen natürlich zu, dass wir ein scharfes Messer haben. Ja, und hierfür auch ein längeres Messer, weil wir die Paprikaschote den sozusagen einen Deckel schneiden wollen. Deckel ist mit gemeint, dass wir das nachher wieder aufsetzen können, was wir jetzt abschneiden. Zack. So, wir gehen her, schneiden einmal ringsherum rein, so dass wir das Gehäuse rausnehmen können. Zack. Falls ihr euch fragt, ja, ist richtig, ich habe die Paprikaschoten noch nicht abgewaschen. Weil das passiert im nächsten Schritt, weil dann kann man die Kerne auch noch ordentlich rauswaschen. So, hier gehen wir her, das lassen wir so, weil die Paprikaschoten, die werden später mit Gehacktes gefüllt, was wir dann noch zubereiten wollen. Und dann kommt das wieder drauf als Deckel. Und so wird es dann auch geköchelt und später auch angerichtet. Ja, jetzt gehen wir erstmal her. Machen das mit den anderen Paprikaschoten und dann hole ich euch wieder ab. So, die Paprika sind alle einmal durchgeschnitten, die Kerne sind soweit entfernt. Wir können dann noch einmal klopfen von dieser Seite. So, und das, was jetzt nicht rausgekommen ist, ja, sind meistens so lose kleine Kerne, die hier noch drin sind, die aber jetzt beim Waschen wieder rausgehen. Heißt also, wir gehen jetzt erstmal zum Waschbecken, waschen die einmal von außen, spülen die einmal von innen ab und dann sehen wir uns wieder. So, wie gut zu sehen, habe ich die Deckel falsch rum draufgelegt, damit man die nicht verwechselt, damit man weiß, welcher Deckel zu welcher Paprikaschote gehört. Jetzt habe ich erstmal nur 2, jetzt ist es nicht schwer, gelb und rot. So, wir gehen als erstes her. Das ist das, was kaum jemand kennt. Die werden einmal von innen gesalzen, die Schoten. Das auch, der Deckel. So. Dann kommt schon einmal etwas Pfeffer dran. Ja, so gehen wir her und machen das auch mit den anderen Schoten. So, jetzt sind die Paprikaschoten soweit erstmal gut vorbereitet. Jetzt gehen wir her. Nehmen das Weißbrot und die Schüssel. Wir lassen etwas Wasser in die Schüssel, legen das Weißbrot rein, lassen das mit Wasser vollsaugen. Ja, und dann mache ich schon das Gehacktes. Also, dann sehen wir uns gleich. Ja, wir gehen nun her, pellen die eine Zwiebel, was jetzt hier bei unserem Beispiel gar nicht mal so einfach ist. Dann gehen wir her, halbieren die Zwiebel, schneiden die einmal noch in der Mitte ein. Und hacken dann die Zwiebelstücke schön klein. So, die Zwiebeln hatten wir geschnitten. Die kommen jetzt an die 500 Gramm Gehacktes dran. So, dann gehen wir her, packen die 2 Eier dran. Einmal. Am besten ohne Schale. Zwei Eier. So, ihr könnt euch daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass ihr Weißbrot aufweichen sollt. Hier haben wir das Ganze mit der Schüssel Wasser. Wir kippen jetzt das Wasser ab und wringen sozusagen den Toast über den Spülbecken aus. Und das kommt jetzt mit ans Gehacktes.
Und zwar macht das das Gehacktes schön fluffig, sodass es nicht so trocken ist. So, wie ihr sehen könnt, hier habe ich das Ganze schön ausgewrungen. Das packen wir jetzt mit hinzu. Ja, jetzt kommt ein bisschen Fingerarbeit. Wir würzen erst noch einmal ordentlich. Da darf ruhig ein bisschen mehr dran. Salz, Paprika. So, jetzt nehmen wir noch mal etwas Paprika edelsüß. So, dann gehen wir her, kneten das Ganze durch. Wenn das Ganze gleich ordentlich vermengt ist, dann gehen wir her und probieren das Gehacktes einmal, ob es würzig genug ist. Wenn nicht, dann würzen wir das Ganze nach. So, das Gehacktes sieht soweit schon ganz gut aus. Ich habe jetzt hier noch eine Geheimzutat, und zwar Senf. Wir packen an der ganzen Geschichte mal noch einen Esslöffel Senf dran, kneten das Ganze noch einmal durch. Das gibt noch mal einen dezenteren bzw. besonderen Geschmack. Aber das ist individuell. Das könnt ihr machen, wie ihr gerne wollt. So, nachdem der Senf dran ist, probieren wir das Ganze gleich einmal. Also das Gehacktes ist noch ein bisschen fluffig, bekommt aber gleich noch Bindung, wenn es hier noch ein bisschen durchgeknetet wird. Also wie gesagt, mit den Gewürzen geht her und probiert. Das Gehacktes, das muss so ein bisschen würzig schmecken. So laff darf das nicht sein. Auch wenn wir die Paprikaschoten selbst von innen mit Pfeffer und Salz etwas gewürzt haben. Aber das Gehacktes ist jetzt hier sozusagen der Geschmacksträger. So, dann gehen wir mal her. Ich probiere mal ein bisschen. Ah, perfekt. Ja, dann gehen wir jetzt schon her und können die Paprikaschoten füllen. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Wir können einen Löffel nehmen, aber ich war ja schon mit der Hand da drin. Wir gehen her, füllen die bis oben hin, drücken das Ganze ein wenig an. Ja, das machen wir jetzt dann mit den anderen Paprikaschoten auch. Wie gesagt, gehackt das rein, drücken das Ganze ein bisschen an. Füllen die bis zum Rand. Ja, dann machen wir erstmal so weiter. So, wir haben die Paprikaschoten alle gefüllt. Jetzt setzen wir die Deckel drauf, gucken, dass wir die auch so wieder hinkriegen, wie vielleicht ursprünglich mal war. Dann gehen wir her, nehmen zwei Zahnstocher. Irgendwie passt die noch nicht. So. Und tun den einen Zahnstocher in den Deckel und den anderen in die Schote. Weil wir wollen die jetzt gleich noch ein klein wenig anschmoren. Ja, und wenn wir die anschmoren, könnte passieren, dass der Deckel immer abfällt und man ärgert sich damit rum. Ja, und das hat man nicht, wenn man hier die Zahnstocher durch den Deckel in die Paprikaschote macht. Ja, das machen wir jetzt erstmal mit den anderen. So, als nächstes brauchen wir einen hohen Topf. Wir schauen mal, so dass die komplett reinpassen. Das ist jetzt, glaube ich, die Größe von den ganzen Paprikaschoten mit Deckel drauf. Das Ganze kommt später noch in den Backofen, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal her, nehmen den Topf, stellen den auf den Herd, lassen ein wenig Öl heiß werden und schmoren die Paprikaschoten von allen Seiten ein kleines bisschen an, sodass Röstaromen dran kommen. So, wie gut zu sehen, das Öl ist jetzt ordentlich heiß.
Ja, hier haben wir die Paprikaschote mit den Zahnstochern drin. Jetzt seht ihr auch, wenn wir die hier reinlegen, ja, fallen die Decker nicht ab. So, jetzt lassen wir die ein klein wenig anschmoren. Wir müssen gar nicht so viel Öl reintun. Nur ein kleines bisschen. Wir wollen die nicht ganz schwarz werden lassen. Nur, dass die so ein paar Röstaromen bekommen. Ja, dann geht es gleich weiter. So, hier mal ein kleiner Zwischenstand. Wie hier gut zu sehen, sind kleine Röstaromen dran. Ihr kennt das vielleicht vom Grillgemüse. Wenn ihr Paprika grillt, ja, wie gesagt, so sollen sie aussehen, gar nicht dunkler. Hauptsache, es kommen ein paar Röstaromen dran. Und ich kann euch sagen, die kommen auf jeden Fall dran. Das duftet hier nach Paprika wahnsinnig lecker. Gut, wenn die fertig sind, hol ich euch wieder ab. So, die Paprikaschoten haben jetzt ein bisschen Farbe bekommen. Die kommen jetzt auch schon wieder raus. Ich habe dazu hier so eine kleine Kelle. Dann lege ich mir die auf einen Teller. Ja, dann bereiten wir jetzt gleich schon die Soße vor. Heizen schon mal den Backofen vor. Und wenn der Backofen vorgeheizt ist und die Soße schon vorbereitet ist, ja, dann kommt das Ganze gleich für eine Stunde in den Backofen. Aber dazu gleich mehr. So, eingangs erwähnt hatten wir die passierten Tomaten und die Sahne. Ja, die genauen Mengenangaben. Ja, wer meine Videos kennt, der weiß, in dem Rezeptvorschlag, da stehen die genauen Mengenangaben von mir drin. Ja, der Backofen ist jetzt auf Ober- und Unterhitze 180 Grad vorgeheizt. Wir gehen jetzt her, geben die passierten Tomaten. Dann gehen wir hier rein. Dann geben wir die 200 Milliliter Sahne hier rein. Dann wird das Ganze verrührt. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. So, dann gehen wir hier Salz und Pfeffer dran. So wie Paprikapulver. Leute, ich freue mich schon darauf. Ja, kurz gesagt, wenn euch mein Video gefällt, wäre schön, wenn ihr mal einen Kommentar da lassen würdet, den Daumen nach oben klickt. Solltet ihr noch keine Abonnenten sein, abonniert gerne meinen Kanal und drückt die Glocke, dann seid ihr immer up to date. So, ich probiere es einmal. Ja. Ja, kann man nichts sagen. Nee. Bisschen Salz muss noch. Bisschen Paprikapulver. Und etwas Pfeffer. Ja, heute sind wir bei den Geheimrezepten. Ich gebe einen kleinen Schuss Metaxa dran. Ungefähr ein Pinchen. Glaubt mir, das wertet die Soße so dermaßen auf. Wir rühren das Ganze durch. So, dann können wir schon hergehen. Wir schauen einmal, was der Backofen sagt. Ja, der ist noch nicht so weit. Wir können jetzt hergehen und stellen die Paprikaschoten in die Soße.
Ihr seht also, man braucht schon bei 5 Schoten einen größeren Topf. Ich habe auch Glück mit den Paprikaschoten, dass die unten relativ gleich sind. Ich wollte gerade sagen, dass hier nicht so schnell umkippen. Ratzfatz kippt die erste um. Sollten die zu schräg unten sein und die würden immer umkippen, schneidet unten die überstehende Seite etwas ab und dann bleiben die auch drin stehen. Ja, nun gehen wir her. Packen den Deckel drauf. Wichtig ist auch bei dem Topf, dass das ein backofenfester Topf ist. Nicht, dass zum Beispiel Plastikgriffe dran sind und die nachher wegschmelzen. Ja, jetzt warten wir ab, bis der Backofen vorgeheizt ist und dann kommen die für 60 Minuten in den Backofen. Ja, wie hier auch gut zu sehen, die Paprikaschoten oder besser gesagt der Topf steht auf mittlere Schiene. Wie gesagt, den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Wenn die 180 Grad erreicht sind, kommt der Topf rein, Deckel drauf, für 60 Minuten bei 180 Grad. Ja, in der Zwischenzeit bzw. eine halbe Stunde vorher. Ich mache heute Kartoffeln dazu, man kann aber auch Reis dazu essen. Heißt also, nach 30 Minuten fange ich ungefähr an, die Kartoffeln zu schälen. Kartoffeln kochen dauert ungefähr 20 Minuten, soll also heißen, wenn ich eine halbe Stunde vorher anfange, ist beides zeitgleich fertig. Ja, dann bis gleich. Oh, Leute, hier ist ein Duft im Raum. Ja, also wie vorhin erwähnt, man kann Kartoffeln dazu reichen oder Reis. Ja, wir gehen jetzt her, richten das Ganze erstmal noch schön an. Ja, dann nehme ich euch natürlich mit zum Probieren. So, dann wollen wir mal die ganze Sache angehen. Wir nehmen mal den Deckel ab oder den Hut. Spitzenmäßig. Also die Paprika ist super weich. Ja, natürlich auch riecht richtig, richtig lecker. Ja, wir gehen mal her. Ja, wie schneidet man das dann? Boah, saftiges Hackfleisch, da ist nichts trocken. Ihr liebe Leute. Wie immer, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu probieren. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Klickt mal den Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, wenn ihr immer up to date sein wollt. Ja, dann sage ich mal guten Appetit. Uiuiuiui. Oh, super lecker. Auch mit dem Metaxa. Schmeckt 1A. Kann ich euch nur empfehlen, macht das Pinchen Metaxa dran. Bis bald.